Da. So, dann muss ich wahrscheinlich außen rum. Der kurze Weg geht natürlich nicht. Wieso auch? Ja. Hier können wir runter. So, jetzt sind wir schon mal hier drüben. Das ist schon mal richtig geil, denn hier kommt die Energiequelle hin. Ich glaube, die letzte auch. Zumindest würde ich das dem Fortschritt des Spiels entnehmen. Jetzt stellt sich nur noch die Frage, wie zur Hölle kommen wir da jetzt durch? Der Pfarrer ist auch schon unterwegs. Aber man kann offenbar immer noch nicht durch. So, Entschuldigung, ich musste kurz unterbrechen. Jetzt bin ich wieder da, aber offenbar. Ich bereue, dass du dich nicht in die Abstergo-Server gehackt hast, als du da warst. Aha, Ein paar ja, klar, Entschuldigung. Und wir würden in Daten schwimmen. Wir haben, was wir brauchen. Bis auf den Schlüssel. Wir sind nah dran. Woher weißt du das? Einfach so. Ja. Gut, da brauchen wir noch den Schlüssel, deswegen kommen wir da noch nicht rein. Ich würde mal sagen, den kriegen wir wahrscheinlich von Connor. Ob Connor wohl auch noch den Edenapfel bekommt? Peter. Hey. So. Weiter Die geht's. Zielgerade, Desmond. Aha. Ich kann es fühlen. Ja, ich auch. Das Kriegsgebiet Ah. hält sich. Die Loyalisten ziehen sich vor den vorrückenden Patrioten zurück. Ihre Kontrolle über das Land wird jeden Tag schwächer. Die Templer dagegen werden immer stärker. Trotz geringerer Anzahl geht von ihnen die größere Gefahr aus. Und was am schlimmsten ist, Washington hat Charles Lees Leben verschont. Ich hörte, er sei nach Fort George geflüchtet. Und so suche ich seit Tagen nach einem Weg dort hinein. Von meinem Vater fehlt jede Spur. Und das ist gut so. Wenn ich mich Lees entledige, gibt es noch Hoffnung auf eine Versöhnung. Und somit... Ah, 77 oder 78 war das ja letztes Mal. Jetzt ist es schon 81. Connor? Die Zeit rast. Er verlangt nach dir. Und es scheint dem guten, ich habe schon wieder seinen Namen vergessen, dem Alten scheint es nicht so gut zu gehen wohl. Oder? Ja. Hab's mir schon gedacht. Ach Mann. Erzähl mir von deinen Heldentaten. Charles Lee wurde enttarnt und endlich von den Patrioten verjagt. Sie marschieren nun auf die übrigen Städte, um das Land endgültig zu befreien. Dann hast du gesiegt. Das Land und dein Volk sind sicher. Aber du hast Sorgen. Washington hat Lees Leben verschont. Solange er lebt, sind alle in Gefahr. Dasselbe gilt auch für deinen Vater. Als du damals zu mir kamst, wusstest du, was getan werden muss. Und schworst, es zu tun. Wenn nicht für die Bruderschaft, dann für dein Volk. Und für alle, die unter den Templern litten. Doch wenn Lee tot ist, könnte mein Vater... Hör mir gut zu. Du hast nicht zu viel erreicht, um es für falsche Gefühle fortzuwerfen. Alle beide müssen sterben. Achilles. Es gibt nichts mehr zu diskutieren. Connor, ich kam so schnell ich konnte.
Bringst du gute Nachrichten? Der Comte de Grasse sagt ja. Stoß nur zu seiner Flotte in der Chesapeake Bay und sie werden tun, was nötig ist. Bloß was genau habt ihr eigentlich vor? Ich werde es dir zeigen. Charles Lee wurde vielleicht entlassen. Doch das heißt nicht, dass wir sicher sind. Aber der Kommandant... Der Commander unterschätzt die Gefahr. Und wir dürfen keine Zeit mehr vergeuden, ihn vom Gegenteil zu überzeugen. Ich muss es selbst tun. Und was genau? Charles Lee töten. Er versteckt sich in Fort George und das liegt selbst mitten in einem militärischen Bezirk. Ich kann keinesfalls direkt hinein. Also komme ich halt von unten. Incroyable. Die Tunnel, die zum Vorführen, wurden zugeschüttet. Während ich die Schiffe des Admirals sichere, musst du sie räumen. Und die Schiffe? Auf ein Zeichen hin bombardieren sie das Fort. Zerstören die Mauern und lenken sie ab. Ich verstehe. In dem Chaos werde ich hineinschleichen. Charles Lee finden und zum Schweigen bringen. Nicht schlecht. Guter Plan. Bevor wir jetzt rausgehen, gehe ich aber noch mal kurz rein. Denn ich will noch was gucken. So, und dafür müssen wir in die Geheimkammer. Ich will nämlich mein Outfit nochmal wechseln. Ups, nee, da. Und zwar... Ah, verdammt, schade. Ich dachte, wir hätten jetzt hier... Dings, das Outfit von Achilles. Offenbar noch nicht. Scheiße. Na egal. Dann würde ich sagen, geht's mal ab in eine Stadt. Und ich werde dann mal versuchen, Dings aufzubessern. Neue Waffen vielleicht. Das sehe ich gleich mal. Zuvor allerdings noch... Na, wo haben wir es? Da haben wir es ja. Sehr gut. Interagieren. So, Pläne. Giftpfeile können wir jetzt herstellen, aber ich wollte kein Verbrauchsmaterial. Ich weiß immer noch nicht, wie ich das... Doppelter Holster. Köcher 1. Was fehlt mir denn da? Ach, egal. Washingtons Schlachtschwert. Das könnte ich sogar herstellen. Wie geil ist das denn? Marinekonvoi. Marinekonvoi. Kapazitätsupgrade. Ach, das ist wahrscheinlich, dass wir das mit Schiffen verschicken. Munitionsbeutel. Was fehlt mir denn da? Diese komischen... Ach, was ist denn das jetzt schon wieder hier? Muss ich mal durchgucken, ob ich das nicht finden kann. Solche Gefäße, mehrere. Na, das bin ja auch ich. Oh, ach, verdammt. Egal. Kräuter, Wald, war es nicht. Agrarprodukte vielleicht. Ich weiß ja nicht mal, was das ist, was mir da fehlt. Glasflaschen oder sowas. Vielleicht muss ich das auch erst herstellen. Kann das sein? Ich gucke einfach mal durch, was wir hier sonst noch so haben. Lincolns Schwert. Lincolns Schwert hätte ich schon richtig gerne. Da, Glasflaschen. Nein. Wollen die mich verarschen? Glasflaschen, das dürfte es sein. Alter, das ist aber auch nervig hier mit dem Einstellen. So, wo haben wir hier Munitionsbeutel? Ah, gut, war doch falsch. Naja, egal. Materialien, Alkohol, Kleidung.
Gibt's da irgendwas Besonderes? Werkzeuggürtel? Ne. Futtern, Medizin, Bergmann-Krimskrams. Wow, ich kann Glasfenster herstellen. Artillerie. Ja, das bringt ja alles nichts. Naja, ich versuch mal hier. Ich guck mal in der nächstbesten Stadt. Was es jetzt genau hier mit den Schwertern auf sich hat. Oder mit den neuen Waffen, die wir angeblich freigeschaltet haben. Wir müssen zum Hafen. Na, okay. Dann gehen wir da mal hin. Dann fängt da aber wahrscheinlich auch gleich schon die Mission an. Dann heißt es halt nach Charles Lees Tod die Geschichte hier machen. Ah, meine Wortwahl. So, da ist unser Ziel. Ich würde aber erstmal sagen, ab nach New York. Da gibt es noch das ein oder andere zu erledigen. Und vielleicht gehen wir noch ein bisschen shoppen oder so. Mal sehen. Und ich bin mal gespannt, was jetzt mit der, mit dem einen Outfit ist, mit der einen Montur von Achilles quasi. Die konnte man ja auch irgendwie freischalten, ne? Befragungsmissionsauftrag. Dafür muss ich wahrscheinlich da oben noch irgendeine Kleinigkeit erledigen. So, ich laufe jetzt erstmal die Straße hoch zu dem Gemischtwarenladen. Und dann schaue ich mal, ob es da nicht so eine richtig, richtig geile Waffe gibt. So wie im zweiten Teil oder Brotherhood oder Revelations, dieses eine geile Schwert, das dicke Schwert, die schwere Waffe, wo ich mit zwei Schlägen alles erledigt habe, was sich mir in den Weg gestellt hat. Warum laufen hier jetzt noch Soldaten durch und keine Patrioten? Ich dachte, ich hätte diesen Stadtteil schon befreit von den Templern. Ah, okay. Stimmt ja, da war ja was. So, hier rüber und die nächste wieder rechts und dann sind wir da. So gut wie. Aber Fort George habe ich doch schon längst erobert. Dachte ich. Naja, egal. Ich würde sagen, handeln. Ja, ja, hör auf zu labern. Normale Waffen, was haben wir denn da? Normales Schwert. Kavalleriesäbel. Entermesser. Französisches Entermesser. Das ist das, was ich habe, ne? Ja. Da gibt's schon mal nichts Neues. Stumpfe Waffen. Ich habe sowieso kaum Kohle. Fällt mir gerade mal so auf. Kleine Waffen, schwere Waffen. Da gibt's auch nichts Neues. Feuerwaffen. Monturen. Auch nichts Neues. Verbrauchsmaterial. Ach ja. Monturen. Kann ich denn so überhaupt wechseln, die Monturen? Ah, okay, so kann ich die also auch wechseln. Sehr gut. Gefällt mir nämlich besser als dieses Grau irgendwie. Da bleibe ich lieber Standard. Gut. In dem Laden gibt es nichts. Das heißt, das war eine dicke, fette Zeitverschwendung. Cool. Ja. Immer wieder gerne. Scheiße. Das pisst mich jetzt ja schon ein klein wenig an. Aber egal, ich will am liebsten nochmal was ausprobieren. Na, verdammt. Zack. Ach so. Och Mann. Da habe ich nicht drauf geachtet. Dass... Ah, verdammt. Da habe ich wieder nicht drauf geachtet. Ach, schade. Ich dachte, der trifft den einen hier jetzt noch. Hui, sehr freundlich. Ah, verdammt. Und tschüss.